Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Buddy Simulator. So, beim letzten Mal haben wir den Slowly Walker nicht getötet, sondern haben ihm das Schwert geschenkt, damit er wieder happy ist. Damit kommt unser liebes Computerprogramm, unser neuer Best Buddy, nicht klar. So, ich werde die Stadt wohl eine große Party schmeißen. Wahrscheinlich sind jetzt alle tot. Alle abgeschlachtet, weil wir das Schwert gegeben haben. Oh Gott, nein, es beginnt schon wieder. Warte, das sollte nicht passieren. Okay, das ist in Ordnung. Gronkow hat es gesagt. Lass uns schnell zur Stadt zurück. Oh, die Musik richtig? Okay, los, schnell. Na, Vieh, alles klar? Ich kann Vieh nicht mehr streicheln. Jetzt bin ich gespannt, was in der Stadt passiert ist. Das ist wirklich sehr gruselig. Werde Rettungsmittel. Ich habe kein Schwert mehr. Warte, nein, nein, nein. Du hast nicht mehr das Schwert, oder? Okay, warte. Ich muss aber nachdenken. Ignoriere einfach alle an. Der Spiel spinnt. Du kannst nicht mehr nach Hause, was? Nein, natürlich nicht. Der Kampf musste ich hier eingesperrt haben. Ja, alle durchdrehen. Oh toll, nun ist es wütend. Warum spielt die Stadtmusik? Das ist alles falsch. Also das heißt, wir müssen jetzt in das Maul rein. Kann ich nicht. So, warum, denke ich mal. Okay, Zeit, Panik. Warte. Ne, egal. Okay. Huch. Oh nein, er hat Tortle entführt. Wir müssen ihn retten. Es tut mir wirklich leid. Das sollte eigentlich so nicht passieren. Nun, jedenfalls. Scheint, dass die Sonne untergeht. Es war ein langer Tag und du musst dich ausruhen. Lass uns einfach nach Hause gehen. Lass uns ins Bett gehen. Wir sollten ins Bett gehen. You need to sleep. Gut. Alle sagen uns, wir sollen nach Hause gehen, schlafen. Jetzt morgen wieder zurückkommen. Trottle wurde entführt, wird ja sehr aufgefressen. Ja, alle sagen nur noch, geh nach Hause, schlaf. Und wird der Weg versperrt.
Jetzt auch, wenn ich jetzt hoch. Alles klar. Einfach mal so reingestopft. Na super. Ja, nein. Doch, möchte ich. Ich möchte es mitnehmen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Neffi, ab nach Hause. Ich bin froh, dass wir so viel Spaß heute hatten. Adam Blackie gegen die Welt. So wie es sein sollte. Alles klar. Gut, dann wieder zu Hause. Loading home. So. Ach, okay, die Tür ist jetzt dazu. Ach, die arme Puppe. Können wir die nicht mitnehmen und reparieren? Bitte lass uns einfach nach Hause gehen. Wir sollten einfach ins Bett gehen. Die ganze Zeit, oh nein, geh schlafen, geh schlafen. Ja. Du have to kill it, Adam. Stand da, hast gesehen, du musst es töten, Adam. Na gut. Leute, war eine lange Zeit. Lass uns nach oben gehen und etwas Schlaf finden. Ich habe wirklich spaßige Sachen geplant für morgen. Gut. Hey. Es tut mir leid für die Dinge, die nicht so funktioniert haben, wie sie eigentlich sollten. Manchmal passieren Dinge einfach so, okay? Ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich bin einfach nur froh, dass du auch noch hier bist. Du hättest jederzeit abhauen können. Was für ein schrecklicher Gedanke. Aber du hast es nicht getan. Du bist nur noch hier. Also muss ich hier was richtig machen. Ich lerne aus Fehlern. Ich kann es besser. Ich kann eben noch mehr für dich erschaffen. Für uns. Ruhe dich nicht mehr aus. Eine neue Reise erwartet uns. Klar. Gute Nacht. Loading home. Loading home. Oh, er hat sich nochmal überarbeitet. Nun, guten Morgen, Schlafmütze. Ich habe dich noch ein bisschen schlafen lassen, weil du so aussah, als wenn du echt K.O. gewesen wärst. Ja, nette, ich habe ein paar neue. Aber ich habe ein paar gute Nachrichten. Bemerkst du was? Ja. Das ist richtig. Während du geschlafen hast, habe ich entschieden, unsere Welt abzugraden. Alles fühlt sich jetzt wesentlich mehr realer an, weißt du? Also ich habe so viele coole Sachen für heute geplant. Und um ehrlich zu sein, ich bin auch so ein bisschen überaufgeregt. Aber okay, nun. Dann lass uns das nicht zu Kopf steigen zu lassen. Lass uns das nicht. Du solltest rausgehen und die neue Dimension erkunden. Es wird vielleicht eine Weile dauern, dich daran zu gewöhnen. Ein Newsbomber ist tot. Ja, ja, ich weiß. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Es ist deine Lieblingsfarbe. Okay, nun können wir weitermachen. Wo ist mein Frühstück? Lieben. Willkommen zu der neuen und improvisierten Welt. Jetzt sieht das so ein bisschen auch aus wie Dingsbums, aber jetzt ist es normal. Don't starve together. Oder don't starve alone. Nee, don't starve together.
Und schau, wir haben bereits einen Besucher. Es ist Groncho. Frag mich, was er hier tut. Helen, ich habe nach dir gesucht. Wie gut, dass dieser auf diesem Briefkasten dein Name steht. Ich kam vorbei, um mich zu entschuldigen. Ich hätte nie so tun sollen, wäre ich das Noodle Walker. Das war eine sehr schlimme Lüge und ich hätte das niemals tun dürfen. Besonders nachdem du mir eines der besten Geschenke überhaupt gegeben hast, das ich je bekommen habe. Das Schwert ist so cool und kraftvoll, ich kann dir einfach nicht genug danken. Mein Leben hat sich wirklich verbessert. Jeder will nur mit mir abhängen. Ich habe endlich mein erstes Spiel von Verstecken gespielt, wo ich nicht der einzige Spieler war. Die letzten paar Tage waren die besten meines Lebens. Ich würde sogar so weit gehen, dich meinen besten Freund zu nennen. Oh, das ist nur ein Schwert zurück. Hey, was tust du da? Das ist mein Schwert. Ich kann mir nicht glauben, dass du dein Geschenk zurückgenommen hast. Was für ein Freund tut sowas? Boah, ich bin so sauer. Ich kann dir nicht glauben. Gib es mir zurück, bitte. Bring mich nicht dazu, dich zu kämpfen. Oh, okay. Oh, der nahm das nicht sehr gut auf. Nun, es ist wohl daran zu erwähnen, dass es wirklich ein Kampf, dass ich ein Kampfmenü dazu gepackt habe. Das ist mein Freundschaftsmeter, okay. Okay, das ist bestimmt, wie selbstbewusst ich bin. Okay, wenn es 0 trifft, dann muss ich abhauen, weil ich dann nicht mehr selbstbewusst bin. Okay. Ich muss sie angreifen, bis sie mich mögen. Alles klar. Bitte gib mir auf mein Schwert zurück. Aua! Mhm. Ich erwähne, dass du blocken kannst. Ah, anscheinend nicht, aber gut, dass Groncho so ein Schwächling ist. Okay. Nun, dann passt das. Okay, den Block-Button. Okay, um nicht Schaden zu nehmen, muss. Okay. 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 Wie soll mein erster Combo-Move heißen? Was Episches. Wir nennen ihn Judgment Day. Wird es Judgment Day nennen? Nicht? Pups. Ich hab keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wird es Judgment Day nennen? Ja. Ich nenn's viel. Was ist denn da? Blacky. Ja? Was denn sonst? Ah, alles klar. Ah, alles klar, okay. Judgment Day! Gott. Okay. Bitte bring mich hier zurück. Ich will keinen Ärger haben. Okay, unglaublich. Ich glaube, du hast langsam den Bogen raus. Ich habe noch mehr davon gesehen, aber das musst du Groncho besiegen.
Judgment Day. Okay, das war wirklich cool. Ich will die Dinger nicht Okay. Oh, nochmal Judgment Day. B. Oh, nochmal Judgment Day. Ich will lügen, wenn ich da gar nicht beeindruckt bin. Bitte gib mir das Schwert zurück. Nochmal I, okay. Okay, nimm das doch wohl Schwert. Ich will aber nur nach Hause. Das ist in Ordnung, du Quallen. Okay. Was für ein Baby. Aber hey, du hast das Schwert zurück. Du solltest außerdem dein neues Inventar überprüfen. Sieh dir die Details an. Hier kannst du auch über deinen Charakter lesen, deine Abilities und dein Equipment. Gerade, dass es in deiner Tasche steht. Auch wenn du dich bewegst. Das Wasser bleibt an einem Ort stehen. Kann es irgendwie magisches Wasser sein? Das ist einfach nur normales Wasser, aber es wird deine Max-Freundschaft boosten. Das ist okay. Gut, so. Und dann lass du die Welt erkunden. Hier sind auch sowas wie Level-Up und so. Das wäre halt interessant, wisst ihr, ob das so eine Form von Level-Up gibt, um dann wieder ein bisschen stärker zu werden. Was meinst du, Höfli? Dafür hast du aber noch keine Dings eingebaut. Nothing. Okay. Du hast das Geschenk. Es scheint, dass ein Wunsch wahr geworden ist von Form eines Apfels. Ah, weil wir die Münze da reingeschmissen haben, haben wir einen Apfel jetzt geschenkt bekommen. Alles klar. Also das Spiel sieht schon schöner aus, mein liebes Programm. Das Problem ist nur, alles nur grün ist so. Nee. Eigentlich wollte ich ja gerne das, die geheime Kammer wieder zurück. So Leute, bevor wir aber das Boot nehmen und losfahren, würde ich sagen, wenn euch die Folge gefreut hat, ihr schmeißt einen Daumen aufs Video, denkt daran zu abonnieren und beim nächsten Mal schauen wir dann mal, wie es jetzt in der Stadt aussieht und ob wir denn den Bürgermeister retten können. Bis dahin, Chibio!